Guck mal, wie wenig Seelen ich habe. Ich sag immer Seelen. Macht dir gewundert. Ist mir jetzt auch klar, dass die anderen wieder respawned sind, aber trotzdem. Ja. Arbeite nicht hier faul rum, chillen. Hey. Was hält denn der Typ aus? Ich bin gleich tot. Eine Sache, die ich nicht ganz so gelungen finde, ist hier echt immer dieses Wechseln von zwei Hand zu einhändig, ne? Hast du aber eine scheiß Range. So, jetzt bin ich dran. So geht das. Hast du gesehen? Hast du gesehen, du Penisheule? Haha! Jetzt gucke ich ja gleich nochmal, was das für Ratten waren. Ich habe irgendwie voll den Panikmodus bekommen bei denen. Guck mal, wie faul die sind auf einmal. Hat einer gesagt, dass ihr Siesta habt? Mittagspause ist erst von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Nicht davor, nicht danach. So. Das vermerke ich auf deiner Abend. Wenn man teleportierte Ratten sieht, würde ich mir auch Gedanken machen, ja. Ja! Ist ja gut. Der Klotz. Jetzt geht's aber los hier, Alter. Ach gut, die halten ja gar nichts aus. Na, ist ja gut. So viel zu dem, die hätten nichts aus, gell? Ich musste wegen dir noch einen Flakon. Hör mal auf, mich zu beißen. Zum Glück seid ihr nicht wie in anderen Zorn spielen und welches vergiftet. Ich glaube, ich hätte eine Fackel oder was mitbringen müssen. Hier sieht man ja gar nichts. Ich glaube, da komme ich immer wieder, wenn ich eine Fackel habe. Da, wie sieht's hier drüben aus? Von hier bin ich ja gekommen, gell? Nur. Gehen wir erstmal eine Fackel besorgen. Hey, halt, nein, warte mal. Ich fahr weiter runter. Eigentlich wollte ich wieder hoch. So war das nicht geplant. Können wir wieder hoch? Es wird zu dunkel hier und ich brauche eine Fackel. Hauptsache, ich laufe wie bei Batman einfach auf die falsche Seite raus. Dass die Leichen alle Ragdoll-Effekte haben, finde ich sowieso zu lustig. Ich muss mal mein iPad, wenn ich mich die Kommentare lese, woanders hinstellen. So, was? Wir haben schon dreiviertel Stunde schon wieder aufgenommen hier. Heute. Gibt's ja nicht. Ich könnte theoretisch bis heute Abend komplett durchzocken, nur wenn ein Problem ist, dann wird meine Kurzgeschichte nicht fertig. Deswegen mache ich nachher einen Cut. Jetzt habe ich halt nur ein Problem, ne? Ich muss irgendwie an dem Drachen da vorbei. Was sind das für komische Viecher hier? Ach, stimmt, diese komischen Pickel habe ich auch schon besiegt. Ja, nein. Verpiss dich. Was bist du denn für einer? Wo kommt der denn auf einmal her? Ach, den schaffe ich ja. Oder auch nicht, ne? Ja, ja. Ich glaube, ich sollte erstmal abhauen. Scheiße. Die sind alle so aggressiv hier. Lieber Drache, du bemerkst mich nicht, gell? Ich werde beim
Sieht man, ich muss bestimmt erstmal übelst viel grinden und leveln. Weil das Einzige, was mein Charakter halt nur kann, ist, der ist flink. Aber der kann sonst nichts. Kommt so ein Knirsch schon wieder. Lass mich in Ruhe. Warum reite ich eigentlich da lang? Ach so, da waren diese verlorenen Seelen, ne? Aber das war nicht so nicht viel. Lass mich in Ruhe. Können wir nicht eine Schnellreise zu einer Gnade machen? Nein, können wir nicht. Ja, könnte ich mit diesem Reisestein, mache ich aber nicht. Tunnel von Leidenfeld. Ich gehe mal ganz zum Anfang zurück. Puh. So ein riesen Krebs auf einmal rausgeschossen. Habe ich eigentlich hier für Skelettschlüssel? Steinschlüssel? Nee, nicht genügend. Dann wollte ich doch nicht hier hin. Dann gehen wir mal hier hin, weil ich gucken will, wie viel mich dieses Kit kosten würde. Ach ja. Da habe ich mir jetzt was aufgebrummt hier mit dem Spiel. Wait. Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Da, Werkzeugsatz. Fick euch zur Herstellung. Was sind das? Kettenrüstung? Ah ja, das ist Rüstung. Aber den Lederschild kann ich doch bestimmt nicht tragen, oder? Und hier, der verkauft auch die Fackel. Dann kaufen wir das hier. Dann kaufen wir doch eine Fackel gleich, ne? Ich könnte noch ein paar Pfeile eigentlich kaufen. Goodbye. Nice to do business. Wirkt der Herzlich, dann braucht ihr gesprungene Töpfe oder andere Behälter. Ihr könnt nicht mehr diese. Was hab ich behältet? Lernt ihr aus gefundenen Rezept. Cool. Feuertopf. Wirft dies auf den Gegner, um Feuerschaden zu verursachen. Knochen. Ich kann jetzt Pfeile herstellen. Sehr gut. Dünne Bestienknochen. Und das Coole ist, davon habe ich so viel mitgenommen. Warte. Ich habe ja alles immer in meine Truhe hier gepackt. Dachte ich zumindest. Ich hole mal alles aus der Truhe raus, weil dann kann ich vielleicht ein bisschen was verkaufen auch. Hm? Habe ich die Sache in meine Truhe abgelegt? Will mir das Spiel jetzt sagen, dass die ganzen Sachen, die ich in die Truhe gelegt habe, alle weg sind? Das wäre mies. Wilde Schläge. Hexenhämmern, Krummschwertern, Großschwertern, außer mit gigantischen Waffen. Ja, habe ich hier nicht. Ich habe nur das hier. Wenn mit einem. Ich werde, wie ich den goldenen Reiter hier schon in der Nähe höre, gell? Kriege ich schon wieder die Krise gleich. So, verkaufen wir Sachen, die ich nicht tragen kann. Wegen meiner Klasse. Krummschwerter kann der ja nicht tragen. Obwohl, ich heb's doch nochmal auf. Vielleicht doch bis später. Vielleicht schalte ich ja noch was frei. Mit der Möglichkeit.
Aber das hier kann ich nicht mehr kaufen, sowas brauche ich nicht. So oft. Erweitertes Handwerksrepertoire. Ah ja. Interessant. Eine Notiz mit wichtigen Ruinen eines Wegpunktes. Gut. Hebe ich erstmal auf für später. So. Jetzt gucken wir mal. Für den Sturmwind, für die Regenerierung. Zeigt buntes Licht, das euch leitet. Interessant. Offenbart Kup. Ja, aber noch geht Internet nicht. Wirft dies auf Gegner, um Feuerschaden zu verursachen. Nach hinten werfen, wo ist das Feuerschaden? Ihr habt keine gesprungenen Töpfe. Ah ja. Und auch kein Faden. Okay. Okay, dann haben wir das Kit auf jeden Fall schon mal. So, wo wollen wir jetzt hingehen? Hier wollte ich eigentlich auch noch weiter erforschen. Oder ist in meinem Rücken was? Da war ich noch gar nicht. Hier gibt es bestimmt noch irgendwelche Geheimnisse, die mir jetzt noch nicht klar sind, ne? Na, oh, folgendes. Warte mal. Ich müsste doch mal gucken. Ich kann doch da mal ein paar Sachen reinlegen. Für mein Pferdchen. Packen wir erstmal den Beutel, würde ich sagen, ne? Gut. Ich weiß, dass hier dieser den kriege ich bestimmt immer noch nicht klein, oder? Na, wollen wir es probieren? Wir probieren es mal, komm. Der macht schon wieder so Damage. Alter. Das ist ja ein Witz. Obwohl, auf der Seite erwischt er mich fast nie, gell? Okay. Ah, shit! Ich dachte, ich wäre schon stark genug. Ich muss jetzt aber irgendwie an dem vorbei, um zu meinen Seelen zu kommen. Nein. Ich
bin noch zu schwach für dich. Hau ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ah ja, hier geht es gar nicht weiter. Der ist viel zu heftig, der Typ. Hier gibt es auch noch Gegend, die ich noch gar nicht angeguckt. Was denn hier? Ich bräuchte eigentlich mal irgendwo einen Bogen. Schade, dass man den Pfeilenbogen nicht vom Pferd aushalten kann. Ich bin das so blöd. Obwohl, das teste ich jetzt mal aus. Warte mal, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich die eigentlich nicht? Doch, man könnte vom Pferd aus schießen. Warte mal. Ah, nee. Doch, doch, guck, es geht sogar. Cool. Gut zu wissen. Dann lasse ich doch eigentlich den Bogen auf der rechten Seite ausgewählt. Da ist so eine Insel, wie komme ich denn da hin? Dann kann ich doch eher die Gegner erwischen. Ich will das jetzt erforschen, ob es hier auch was zu holen gibt. Hilfe! Irgendwie muss ich mit meinem Pferd da runterkommen, gell? Krass, das ist tatsächlich machbar. Nein! Hockt da einer? Ach, der Händler ist auch hier! Cool. What do you need? I don't want any trouble. Ah! Oh! Aha! Der hätte sogar für mich einen Bogen. Aber ich habe, glaube ich, so einen Bogen auch gerade, gell? Kann man das vergleichen irgendwie? Warte mal, oder wir gucken mal meinen Bogen. Also körperlich 65. Was macht mein Bogen? Well done. Well, be on your way then. Ja, das ist derselbe. Also ich habe den normalen Kurzbogen. Schade. Jetzt hatte ich schon die Hoffnung, endlich mal einen Händler, der einen Bogen hat. Und dann ist es der gleiche, den ich besitze. Ich brauche stärkere Bögen. Warte mal. Ich lege mal den Dolch auf 2. Dann kann ich schneller durchhalten. Jo, so ist doch gut.
So, komme ich da einfach rüber oder geht das nicht? Wer nervt mich denn hier eigentlich in meiner Aufnahme gerade, welcher Jarak? Warum sieht das aus, als ob das dann nicht weitergeht? Ich weiß halt nicht, ob wir schwimmen können. Genau so habe ich mir das gedacht. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal meine Sachen zurückholen. Meine Seelen. Das ist eine Scheiße. Ich habe mich aber irgendwie voll erschrocken, als sie eben so abgerutscht ist, ne? Du mich auch.